Jawohl, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zu unserer Sektion. Wir hatten ja hier für diejenigen, die beharrlich in diesem Raum geblieben sind, heute den ganzen Tag eine ganze Reihe von thematisch verwandten Vorträgen und auch Panels, nämlich zu der Frage, wie ist eigentlich die Schnittstelle zwischen dem Feld der Computer Vision und dem Feld der Digital Humanities. Ja, wir sind, glaube ich, ganz stolz, dass das hier sozusagen auch der Abschluss dieser kleinen Serie ist, die hier in Köln organisiert wurde. Und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Panel, das Der ferne Blick, Bildkorpora Computer Vision in den Geistes- und Kulturwissenschaften, Stand, Visionen und Implikationen. Das Panel wurde im Wesentlichen organisiert und vorbereitet von unseren Passauer Kollegen Simon Donig und Erik Radisch. Einer ist hier, der zweite ist leider krank geworden und kann deswegen leider nicht teilnehmen. Mein Name ist Malte Rehbein, auch Universität Passau. Ich habe die Aufgabe, dieses Panel einzuführen und moderieren. Die Einführung wird relativ zügig gehen, dass wir dann auch recht schnell dann auch in die Diskussion reingehen können. Ja, was interessiert uns an dieser Schnittstelle von Computer Vision und Digital Humanities? Wir haben, wie gesagt, heute im Laufe des Tages eine ganze Reihe von Ansätzen kennengelernt beziehungsweise uns auf den aktuellen Stand der Forschung bringen können. Ich will einfach mal ein paar Schlagworte einfach nur nennen und das eine oder andere davon wird dann sicherlich auch von unseren Experten in der Diskussion dann aufgenommen werden. Wir haben gehört etwa von Retrieval von Bild und Bildinformation. Wir haben gehört von Annotation von Bildern und Bildinhalten. Wir haben bei beiden Fragen dieses Wechselspiel gesehen, letztlich zwischen manuellen und automatischen Verfahren, grundsätzlich auch schon mal so ein bisschen angedeutet, so eine Grenzauslotung zwischen dem, was der Mensch kann und dem, was die Maschine kann und dem, was der Mensch vielleicht nicht kann und dem, was die Maschine vielleicht nicht kann. Und ich glaube, wir möchten dann heute in diesem Panel dann auch die Gelegenheit nutzen, noch mal ein bisschen über diese Grenzen dann noch mal ein bisschen nachzudenken. Wo sind sie eigentlich? Lassen sie sich verschieben? In welche Richtungen lassen sie sich verschieben? Und solche Fragen. Wir haben von Bildanalyse gehört. Wir haben auch Verfahren gesehen, etwa so ein analytisches Retrieval, etwa eine Ähnlichkeitssuche, die jetzt bei, das ist etwa im Bereich der Kunstgeschichte, so Richtung auch stilometrischen Fragen geht, also etwa die Erkennung von Kunststilen aus Bildern oder die Frage, ich habe jetzt hier ein Bild, welche Bilder sind ähnlich zu diesem. Und ich glaube, wir sind hier im Jahre 2018 längst darüber hinaus, einfach nur Bilder zu klassifizieren, sprich Katzenbilder von Hundebildern zu unterscheiden. Wir sind schon deutlich weiter in dem Bereich auch Bildinhalte zu erkennen. Und wie wir es heute Mittag auch gesehen haben, wir reden nicht nur mehr ausschließlich über das statische Bild, sondern auch bereits über das bewegte Bild. Gleichzeitig geht es auch, und das hat auch die Tagung gezeigt, immer mehr von 2D in Richtung 3D. Das kommt auch ein bisschen dazu, daher, dass im Bereich der Objektdigitalisierung momentan einfach sehr viel Bewegung da ist. Und wenn man das dann nochmal überträgt auf bewegte Bilder oder 3D mit bewegten Bildern in Verbindung bringt, dann ist man plötzlich sogar schon im Bereich der vierten Dimension. Wir haben viele Anwendungsebenen gesehen an dieser Schnittstelle zwischen Computer Vision und der Digital Humanities, etwa im Bereich der Museen als Anwender, im Bereich der virtuellen Rekonstruktion beispielsweise als eine Anwendung, natürlich im Bereich der Wissenschaften, analytische Verfahren für die Wissenschaft, etwa so etwas wie ein Distant Reading übertragen auf Bilder und Filme. Und wir haben auch gelernt oder gehört zu Verfahren und Anwendungsbereichen zur bildbasierten Argumentation. Ein bisschen angedeutet wurde auch die Frage der Transdisziplinarität oder Interdisziplinarität. Und die Frage ist eigentlich das, was hier geschieht, ist so eine Computer Vision eigentlich eine Hilfswissenschaft für die Digital Humanities oder ist das was anderes? Sind Digital Humanities primär Humanities? Das ist das, was Hubertus Kohle gestern Abend ja auch nochmal ganz stark gemacht hat. Oder ist es vielleicht doch was anderes? Oder ist die Digital Humanities etwa eine angewandte Informatik? Wir hoffen, dass wir im Laufe dieses Panels einige dieser Fragen auch adressieren können. Und das ist unsere Agenda, wie wir es uns vorstellen heute. Wir werden jetzt
Ich werde gleich unsere drei Experten vorstellen. Die vierte, die Frau Hastig, ist leider kurzfristig erkrankt und kann das Panel leider nicht ergänzen. Es wird von jedem der drei Kollegen, die hier vorne sitzen, einen kurzen Impulsvortrag geben. 5 bis maximal 8 Minuten sind vorbereitet und vorgesehen. Und anschließend wollen wir zunächst hier vorne diskutieren und die Diskussion zunächst anhand dieser drei Themenblöcke, die Sie hier sehen, versuchen so ein bisschen zu strukturieren, zum einen mal noch mal so ein bisschen zu reflektieren, was ist eigentlich State of the Art, also was haben wir gerade schon erreicht in dem Bereich und dann ein bisschen noch mal perspektivisch zu gucken, was ist eigentlich so in der nächsten Zeit zu erwarten. Ein zweiter Themenblock wäre die schon erwähnte Frage der Transdisziplinarität und dritte Themenblock wäre dann auch so ein bisschen diese Grenzauslotung zwischen Mensch und Maschine. Das ist so das, was ich mir zumindest mal vorgestellt habe für die Diskussion. Wir werden dann natürlich sehen, wie es sich entwickelt. Wir planen so etwa also 30 Minuten maximal für die Einführung und die Impulsvorträge, 30 Minuten dann für diese Diskussion anhand dieser drei Themenblöcke. Und dann würden wir dann in der verbleibenden halben Stunde die Diskussion dann zum allgemeinen Publikum öffnen. Dann darf ich unsere drei Referenten kurz vorstellen. Von Ihnen aus gesehen ist das dann rechts, der Björn Ommer, Professor für Scientific Computing und Leiter der Computer Vision Group an der Universität von Heidelberg. Er hat an der ETH Zürich, wurde er promoviert, er war Postdoc in den USA, an der University of California und Standort Berkeley. Und ist einer derjenigen aus dem Bereich der Computer Vision, der sich sehr, sehr früh auch mit der Frage der Bildanalyse in den Geisteswissenschaften beschäftigt hat. Vielleicht von vielen von Ihnen bekannt, seine Arbeit etwa zu den mittelalterlichen Rechtstexten, also die Erkennung der Rechtsgesten, die da in diesen illuminierten Handschriften drin sind. Der zweite, Hubertus Kohle, wer von Ihnen war gestern Abend da? Ja, die meisten kennen ihn. Wir haben hier heute sozusagen einen Fight Club Teil 2. Professor für Kunstgeschichte an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Er hatte akademische Stationen in Bochum, Florenz, Paris, Bonn und unter anderem hier auch in Köln. Und in der Digital Humanities-Szene, er macht da immer so ein Understatement, aber er ist wirklich sehr, sehr aktiv und auch sehr frühzeitig schon aktiv in der Digital Humanities-Szene im Bereich der digitalen Kunstwissenschaften, etwa eine Veröffentlichung von 2003 bereits, Computer, Kunst und Kunstgeschichte. Er ist Mitherausgeber der Online-Zeitschriften Sehepunkt und Zeitenblicke. Er ist Autor der Monographie Digitale Bildwissenschaften und Mitherausgeber der Einführung beim J.B. Metzler Verlag erschienen, Digital Humanities. Und als drittes, Siegfried Handschuh, Professor für Informatik mit Schwerpunkt Digital Libraries und Web Information Systems der Universität Passau, kommt nach Passau oder ist nach Passau gekommen aus Galway, Irland, wunderschönes Städtchen dort an der Westküste. Dort war er Professor und Leiter der Arbeitsgruppe Knowledge Discovery am Insight Center for Data Analytics. Promotion in Karlsruhe, dann weitere Stationen Konstanz und Stanford auch. Schwerpunkte seiner Forschung sind Natural Language Processing, Distributional Semantic und Deep Learning und er ist auch einer der Co-Direktoren des Passauer Center for Humanities. Das soll es mit meiner Einführung schon gewesen sein und freue mich dann, dir Björn übergeben zu dürfen für dein Eingangsstatement. Besten Dank für die freundlichen Worte, besten Dank für die Organisation dieses Panels zu diesem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin gebeten worden, einen sehr kurzen Überblick auf 3-4 Folien zu geben, was ich gerne mache. Ich möchte Sie nicht mit irgendwelchen technischen Details nerven, das können wir gerne in der Panel-Diskussion oder danach machen, also nicht das Nerven, sondern die technischen Details. Aber ich möchte direkt einsteigen mit der Diskussion über große Bilddatenbanken. Hier fehlt doch noch was. Es sah eben noch anders aus. Ich hoffe mal, dass der Rest der Bilder noch da ist. Wenn wir es mit großen Bilddatenbanken zu tun haben, dann stellt sich für mich eine Frage direkt. Und zwar sagt man, es heißt, dass ein Bild mehr sagt
als 1000 Worte. Dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Aber wenn ich mir eine große Bilddatenbank anschaue, dann sprechen die Bilder nicht zu mir. Jedes einzelne Bild davon sagt absolut gar nichts. Maximal sagen vielleicht die Metadaten noch etwas, die Annotationen, die Menschen zuvor selbst eingepflegt haben, danke, sprechen vielleicht noch zu mir und ich kriege einfach nur das wiedergegeben, was ein Mensch vorher schon hineingesteckt hat, aber die Bilder selber sprechen nicht. Das hört sich jetzt wie eine Tautologie an, dass Bilder nicht sprechen können, aber ich denke, es hat sehr weitgehende Implikationen. Wir haben es mit einer sehr, sehr großen und immer größer werdenden Lücke zu tun zwischen den Methoden und der Quantität, mit denen wir Daten aufnehmen, insbesondere digital aufnehmen, und mit den Methoden, mit denen wir sie wirklich erschließen können. Das bedeutet, dass wir früher vielleicht noch in ein Archiv gehen konnten und die Daten uns holen konnten und in der Geschwindigkeit, mit der wir sie akquiriert haben, auch analysieren konnten. In der Zukunft wird das aber nicht mehr gehen. Abi Warburg hatte uns vor mehr als 100 Jahren eine größere Vision gegeben, wie man das Ganze angehen kann. Und das war, dass ein solches Repositorium, eine solche Menge an Bildern von einem Arsenal in ein wirkliches Labor verwandelt werden sollte. Ein Labor, was es uns ermöglicht, sehr effizient über Ähnlichkeiten, über Beziehungen zwischen diesen Bildern, die er hier an die Wand geheftet hat, auf diesen Panels, zu inferieren, Aussagen darüber zu treffen. Und eben nicht mehr diese Daten nur als eine Menge an Bildern oder heutzutage als eine Menge an Bildpunkten, an Pixeln aufzufassen. Was ist das Problem? Das große Problem ist, dass wenn wir die Informatik bemühen möchten, uns zu helfen, mit dieser großen Menge umzugehen, dann hilft uns das vielleicht, wenn wir Bilddatenbanken zusammenstellen, beim Digitalisieren und ähnlichen Dingen. Aber wenn es wirklich um das Erschließen geht, dann arbeiten wir immer noch auf der Ebene von Pixeln. Und so sollte es in Zukunft nicht weitergehen. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele geben, was man tun kann, um der Maschine Möglichkeiten zu geben, tiefer einzusteigen. Es sind Beispiele von einem webbasierten System, was wir in Heidelberg aufgesetzt haben, was in Kürze wieder online verfügbar ist, bei dem man nicht einfach nur so eine Bilddatenbank hat und man kann hier Bilder wie hier von Van Gogh reinladen, sondern es geht primär um die Erschließung. Eine Erschließung, die nicht einfach mit fertigen Kategorien herangeht, wie wir es jetzt auch teilweise schon gesehen haben, sondern eine Erschließung, die es dem Benutzer ermöglicht, Ausschnitte in einem Bild zu markieren und zu sagen, das interessiert mich. Und wenn ich sage, das interessiert mich, heißt das, dass ich Bilder nach Ähnlichkeiten durchsuche, dass ich der Maschine beibringe, welche Ähnlichkeiten mich eigentlich interessieren und eben genau das sehr effizient tue. Und Ähnlichkeiten bedeutet, dass ich nach Objekten suchen kann, das ist aber nur eine Form von Ähnlichkeit. Ich kann auch nach Form von Objekten suchen, nach ihrer Struktur, nach der Technik, mit der sie wiedergegeben wurden. All das sind valide Antworten. Worauf ich hinaus will, es gibt nicht eine einzige Antwort, wie wir es vielleicht heutzutage von der Google-Suche gewöhnt sind, wo ich etwas hereintippe und ich bekomme genau diese eine Antwort. Dem Benutzer sollte die Möglichkeit gegeben werden, und das machen wir hier, durch Feedback diese Suche zu manipulieren und dementsprechend das zu finden, was er möchte. Etwas weiteres, was wir gewöhnt sind, ist, dass ich in Google was hereintippe, also wenn immer ich suche, etwas eintippe und dass ich dann meine Treffer linear geordnet bekomme. Was ist das erste Handmittel, das erste Mittel, was der Kunsthistoriker, was der Bildwissenschaftler zur Verfügung hat? Sein eigener Schreibtisch oder vielleicht ein Lichttisch. Was zeichnet den aus? Er ist zweidimensional. Ich kann also eine Menge an Bildern nehmen, kann die vor mich auf den Tisch legen, aber die liegen dann nicht einfach so nah nebeneinander, linear geordnet, sondern ich kann sie verschieben zueinander. Ähnliche Fähigkeiten sind wir dabei zu entwickeln, für die Maschine, bei der ich hier, gerade eben wurden schon mal die mittelalterlichen Kronen und ähnliche Dinge, Sachsenspiegel erwähnt, bei denen ich solche Artefakte nehmen kann und die Maschine automatisch anordnen lassen kann. Nicht mehr linear, sondern nach ihren Ähnlichkeitsbeziehungen. Oder in dem anderen Fall hier auf der rechten Seite dargestellt, wirklich manipulieren kann, um so Substrukturen nach verschiedenen Objekten und stilistischen Ähnlichkeiten anzuordnen. Und dann, zu guter Letzt, soll es nicht nur um Distant Viewing gehen, darum, dass ich ganz, ganz viele Bilddaten in die Maschine hereinhaue und dann etwas über die Ähnlichkeiten aussage.
die Maschine sollte doch auch in der Lage sein, im Detail die Daten zu analysieren und eine detaillierte Analyse zu machen, wie wir es im Bereich der Rezeptionsforschung durchgeführt haben, bei dem ich Originale habe und dann viele Jahrhunderte danach, zum Beispiel solche Reproduktionen, die aber leicht abweichen und die Maschine bemühe, diese Details zu finden, was wirklich eine Sisyphus-Arbeit ist, was selbst für einen Kunsthistoriker eine Menge an Arbeit bedeuten würde, um diese kleinen Deformationen zu detektieren im einzelnen Artefakt und dann über das ganze Repositorium, um dann zum Beispiel festzustellen, wie bei diesem Jüngling hier, dass in der Mitte auseinandergezogen wurde, oben und unten nicht, also gewissermaßen verschlankt wurde. Wir dürfen jetzt alle überlegen, warum das zu der damaligen Zeit war. Das sind Interpretationen, die die Maschine nicht leistet, aber zumindest sowas im großen Stil, nicht nur Distant Viewing, also eine Menge an Bildern nur aufgrund von irgendeiner Farbe zu sortieren, sondern wirklich im Detail zu analysieren. Und jetzt als allerletztes dazu ein Brückenschlag, der recht weit wirkt, der aber sehr gut motiviert werden kann. Wir können auch Text analysieren. Es gibt Script, in diesem Fall zum Beispiel akkadische Keilschrift, die extrem kompliziert ist und für die nicht einfach ein OCR-System angeworfen werden kann. Das hat uns motiviert, dieselben Methoden mal auf solche Zeichen anzuwerfen und zu gucken, können wir ähnliche Zeichen finden, kann die Maschine lernen, was ähnliche Zeichen sind und so automatisch zu einer Transliteration vordringen. Ich möchte schließen mit einem kleinen Ausblick, Überblick, mit der Vision, die diese Arbeiten in meiner Arbeitsgruppe antreibt und gleichzeitig auch mit einer Kritik am aktuellen Stand der Forschung, insbesondere natürlich auf der informatischen Seite, wo ein großer Teil meiner Arbeitsgruppe angesiedelt ist, aber auch in dieser interdisziplinären Kooperation. Wenn ich mich umschaue, dann wird nahezu keiner hier tagtäglich mit einer Schreibmaschine arbeiten. Wenn ich mich auf dieser Konferenz umschaue, tragen sie alle irgendwelche Laptops herum, aber ich habe noch keinen mit einer Schreibmaschine herumlaufen sehen. Warum? Wenn wir mit Text arbeiten, dann hat irgendwie die Schreibmaschine aus gewissen Gründen ausgedient und wir sind heutiges Word Processing, also Textverarbeitung, gewöhnt. Warum das? Weil sie Möglichkeiten gibt, Texte zu editieren. Wir sind auf Spreadsheets gewöhnt, dass wir große textuelle Daten auswerten können. Wir können sogar Formeln auswerten, die sich als Text vor uns gestalten. Natürlich sind wir es gewohnt, Texte zu durchsuchen und auch zu organisieren in großen Repositorien wie Wikipedia. All diese Fähigkeiten nehmen wir heutzutage gegeben an. Die sind immer noch nicht da, wo wir sie wirklich haben wollen, aber auf jeden Fall sind sie den alten Methoden deutlich überlegen. Mein Punkt jetzt ist, dass wir uns auf der visuellen Seite noch größtenteils auf der Ebene der Schreibmaschine befinden. Eine Schreibmaschine setzt Buchstabe für Buchstabe den Text auf das Papier. Wenn wir Bilder editieren, Photoshop oder irgendetwas, manipulieren wir Pixel für Pixel. Wir können nicht einfach sagen, ja, die Person gefällt nicht, tu die mal raus und ersetze es durch was anderes. Die Maschine hat keine Ahnung, was die Person ist und schon gar nicht, wie sie sie herausnehmen soll. Und wenn ich sage, mach den Sonnenuntergang schöner, weiß sie auch nicht, wie das geht. Pixel für Pixel. Wenn wir Bilder analysieren, können wir schöne Statistiken über Farben machen, wie wir sie hier auch häufiger gesehen haben. Aber das sagt noch lange nichts über den Inhalt aus. Ich kann eine Formel analysieren, kann die auswerten in Excel, aber ich kann ein Bild, kann ich nur Farbwerte zählen. Wieder auf der Ebene von Pixeln. Hier ist ein Beispiel, das habe ich wirklich mal durch die Google-Bildsuche kürzlich laufen lassen, nach diesem Kamel in der grünen Box gesucht, links oben. Und das daneben sind die Treffer, die ich bekommen habe. Anscheinend weiß die Maschine immer noch nicht dort, die Google-Bildersuche, welcher Inhalt mich interessiert hat. Und in dem Fall können Sie erraten, was es war, dass ich nach einem Objekt gesucht habe und nicht einfach nur nach einer braunen Box. Und zu guter Letzt das Organisieren. Wir haben natürlich größere Repositorien, hier sind wir in Köln, Prometheus oder insbesondere solche Taxonomien wie die von IconClass. Aber mein Punkt hier ist, dass wenn ich wirklich Forschung betreiben möchte, bildwissenschaftliche, kunsthistorische Forschung betreiben möchte, da bin ich doch an etwas genuin Neuem interessiert. Ich kann nicht erwarten, dass jemand anders schon eine Taxonomie erstellt hat, die vermutlich genau das Objekt, das Artefakt, was mich interessiert, schon irgendwie verschlagwortet hat. Ich möchte also genau durch diese Taxonomie durchbrechen. Das heißt, wenn ich beim Organisieren zuerst darauf angewiesen bin, ist schon irgendetwas schief. Ich möchte eigentlich das automatisch mit der Maschine machen. Und der Punkt jetzt ist,
wir sollten eigentlich diese Enabling Technology schaffen. Das ist die Aufgabe von dieser interdisziplinären Kooperation zwischen Computer Vision und den Bildwissenschaften, wie sie sich in den Digital Humanities darstellt, die Bildwissenschaften, den Bildwissenschaften eine Technologie gibt, die dem Äquivalent jenseits der Schreibmaschine entspricht, bei dem wir nicht mehr auf die Analyse von einzelnen Pixeln beschränkt sind, sondern darüber hinausgehen können, über auf Objekte, auf ganze Szenen kommen können. Und ich denke, dann können die Digital Humanities einen großen Sprung machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Björn Ommer. Wir gehen nahtlos weiter. Ich nehme mal so mit, die Ebene der Schreibmaschine verlassen und den, wie hieß es, die Enabling Technology für die Bildwissenschaft jetzt, also das Pendant quasi zum Computerschreiben finden. Und wir gehen jetzt nahtlos über. Ich hatte ja kurz schon vorgestellt, Hubertus Kohle, Professor für Kunstgeschichte, der jetzt mal die quasi andere Perspektive hier beleuchtet. Ja, aber erst wenn das hier... Ach, funktioniert das wieder nicht. Die Präsentation hat es in sich. Nee, das ist ja die andere, jetzt muss das ja... Ach so. Ja, Entschuldigung, jetzt ist gerade ein Fehler war in der Präsentation. Dann machen wir die mal weg. Das nennt sich dann Visual Computing. Vielleicht fange ich einfach schon mal an. Ich erinnere noch mal daran, was Herr Ommer gerade gesagt hat, da schließe ich direkt an. Das zentrale Konzept in seinem Vortrag, jetzt bin ich wieder, wird tatsächlich in diesem Fight-Modus, das will ich eigentlich gar nicht. Das zentrale Konzept und der am häufigsten verwendete Begriff in diesem Vortrag war der Ähnlichkeit. Wie ich finde, ein total faszinierender Begriff. Und wenn Sie sich mal an die Vorträge, ich bin den ganzen Tag hier in diesem Hörsaal gewesen, an die Vorträge heute erinnern, implizit oder explizit ist es immer um Ähnlichkeit gegangen. Deswegen fange ich an. Ich habe den Eindruck, dass Aussagen in einer empirisch-historischen Wissenschaft wie der Kunstgeschichte häufig, man könnte vielleicht sogar sagen, immer Aussagen über Ähnlichkeit von Objekten enthalten. Schon eine der klassischen Methoden der Kunstgeschichte, es gibt immer Warburg, Warburg ist heute eindeutig dominant, ich sage als Münchner, es gibt auch noch Wölflin, den ich hier an die Wand werfe, der Informatik, glaube ich, mindestens so nahe steht wie Warburg, beide natürlich, bevor es das Fach überhaupt erst gegeben hat. Also eine der klassischen Methoden der Kunstgeschichte, das sogenannte vergleichende Sehen, hat im Wesentlichen Analysen geliefert, in denen zwei künstlerische Objekte auf ihre Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit befragt wurden. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel aus diesem berühmten, ich glaube, das meistverkaufte kunsthistorische Buch aller Zeiten, Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe von 1915. Die Kunstgeschichte ist nicht so modernitätsversessen, dass sie Publikationen, die älter als 3 Jahre sind, schon nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Das läuft bei uns ein bisschen langsamer. Also wir können auch noch Bücher von 1915 zitieren. Ähnliche Gegenstände hat Heinrich Wölflin in eine stilgeschichtlich definierte Epoche eingeordnet. Die Unähnlichen in deren Antagonisten. Und wir sehen hier Antagonisten. Bei diesem Klassiker der Kunstgeschichte waren das die Renaissance und der Barock. Hier auf der rechten Seite eine barocke Büste und auf der linken Seite eine Renaissance-Büste. Grundsätzlich aber lassen sich solche Bestimmungen auch über den Rahmen der Stilgeschichte hinaustreffen. Der Heilige rechts mit dem Messer in der Hand, mit dem hatten wir eben Schwierigkeiten, aber er ist da. Der Heilige rechts mit dem Messer in der Hand ähnelt dem auf der linken, weil dieser auch ein Messer hat. Bei beiden handelt es sich um den Apostel Bartholomäus, was allerdings nicht heißt, dass alle Männer mit Messer in der Hand Bartholomäus sind. Das brauche ich Ihnen ja dann nicht weiter zu erklären. Also das Verhältnis ist nicht symmetrisch. Ähnlichkeit hat in der Philosophie keinen guten Ruf, weil sie sich gegenüber den eindeutigen Kategorien von Identität und Differenz durch eine merkwürdige Ungreifbarkeit auszeichnet. Gerade neuere Untersuchungen aber zeigen, dass sich die Ähnlichkeit als ein entscheidender Erkenntnismotor begreifen lässt. Die Bedeutung eines Objektes A erschließt sich mir tiefergehend, wenn ich ein Objekt B nachweise und vergleichend hinzuziehe. Ein Vergleichend hinzuziehe, und zwar wenn das eines ist, das dem Objekt A ähnelt. Das war natürlich die entscheidende Ergänzung, die ich an dieser Stelle nicht gebracht habe. Ein wissenschaftliches Interesse kann es also sein, eine Menge von Kunstwerken im Hinblick auf ihre Ähnlichkeitsbeziehungen zu bestimmen. Wir bemühen uns in München darum,
dieses mit Hilfe des Digitalen zu bewerkstelligen, ist klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Dabei können Eigenschaften der Kunstwerke selber zu Hilfe kommen oder Qualitäten, die diesen durch eine menschliche Intelligenz zugewiesen werden. Ersteres wären die Daten der Werke selber, also die Pixel. Letzteres die sogenannten Metadaten. Das hat hier also ein bisschen was Propädeutisches, das gebe ich zu. Da wir seit 10 Jahren mit einer Crowdsourcing-Anwendung befasst sind, mit der wir diese Metadaten sammeln, haben wir begonnen, Ähnlichkeiten auf Basis letzterer zu bestimmen, also dieser Metadaten. Immerhin hat uns eine Crowd, das war der Grund dafür, warum ich gestern Abend so eine Lanze für die Crowd auch gebrochen habe, eine Crowd von etwa 25.000 Teilnehmern für eine Menge von 50.000 Kunstwerken, eine Menge von glatten 10 Millionen Annotationen zur Verfügung gestellt. 10 Millionen. Die Statistikerin, sie sitzt da oben, Stefanie Schneider, hat dieses Unternehmen auf der Basis der Open Source Software R im Rahmen eines frei verfügbaren Analysecenters realisiert. Vorläufig, wie gesagt, ausschließlich auf der Grundlage der genannten Metadaten. Ähnlichkeit bestimmt sich hier als Maß des Winkels zwischen Vektoren, deren Richtung sich aus den von der Crowd vergebenen Tags ergeben. Je nach verwendeten mathematischen Verfahrensweisen, die insbesondere die Gewichtung der einzelnen Tags unterschiedlich handhaben, ergeben sich mehr oder weniger zufriedenstellende Ergebnisse. Ich zeige ein besonders eindrückliches Beispiel, indem ich die auf der linken ähnlichsten Bilder bestimme. Ohne dass hier der Name des Künstlers, Paul Gauguin, wie Sie längst erkannt haben, berücksichtigt worden wäre, sind 9 der 10 ähnlichsten Bilder von Gauguin, ohne dass der Name Gauguin in den Zusammenhang fällt. Das hängt allerdings mit der sehr speziellen Bildwelt des Künstlers zusammen, die von den Taggern auch registriert wird und da es so seltene Begriffe sind, die auch noch besonders stark gewichtet werden. In anderen Fällen sind die Ergebnisse nicht ganz so befriedigend. 2 Probleme, vielleicht aber auch Chancen ergeben sich. Erstens ist nicht von vornherein klar, welches das geeignetere mathematische Verfahren ist. Man muss es ausprobieren und je subjektiv entscheiden, was einem am meisten zusagt. Und zweitens noch fundamentaler, was heißt schon befriedigendes Ergebnis? Befriedigend ist zunächst einmal das, was am meisten den eigenen Erwartungen entspricht. Und die werden hier durch die Tatsache bedient, dass fast alle Bilder von Gauguin sind. Aber so wie ich Wissenschaft verstehe, soll Wissenschaft ja irgendwie weiterbringen. Nicht einfach nur die Erwartungen bedienen, die man selber hat, sondern es soll ja eigentlich über die Erwartungen hinausgehen. Herr Ommer hat eben sowas Ähnliches auch schon mal gesagt. Deswegen sind ja vielleicht gerade im Sinne der Serendipity eben diejenigen Bilder relevant, die gerade nicht den Erwartungen entsprechen. Man wird es in der Praxis herausfinden müssen. Und ich würde gerne zum Schluss sagen, dieser Begriff der Serendipity, ich würde eine Maschine, die wir da konstruieren wollen, Serendipitomaten nennen, weil ich mir erwarte davon, dass hier der Computer nicht so, das war auch ein Gegenstand, den ich gestern Abend versucht habe zu traktieren, der Computer nicht so sehr ein Erkenntnismittel ist, sondern ein Erkenntnisermöglichungsmittel. Es soll mir Bilder zur Verfügung stellen, die meinem Ausgangsobjekt hinreichend ähnlich sind. Nicht zu ähnlich, das auch wieder nicht, weil dann wären sie ja identisch. Sie müssen hinreichend ähnlich sein, um den Funken überspringen zu lassen, sozusagen um die Brücke zu bauen, damit ich zu meinem Ausgangswerk ein erkenntniserweiterndes Vergleichsbild habe. Und damit wäre ich auch schon am Schluss und sage noch einmal, wir sollten uns mehr auch, das ist in den letzten Jahren schon verstärkt gestehen, es gibt mehrere Sammelbände über den Begriff der Ähnlichkeit. Ich finde, die Tiefe dieses Begriffs, die philosophische und epistemologische Bedeutung dieses Begriffs ist noch lange nicht erschlossen. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht auf der Ebene auch noch weitermachen. Danke. Ja, vielen Dank, Hubertus Kohl. Auch in Anlehnung an das Tagesmotto, ich nehme mal mit, Ähnlichkeit als Begriff kritisieren, hinterfragen und vielleicht auch neu kontextualisieren. Und das Zweite, das Serendipitum. Ist ja auch ganz schön, ich warne aber nur vor der Filterblase und der Echokammer, die da vielleicht dann doch entstehen kann. Da müssen wir dann vielleicht an der Stelle dann auch mal kritisch das Ganze hinterfragen. Dann machen wir auch wieder nahtlos weiter. Siegfried Handschuh, jetzt muss ich glaube ich hier wieder mit den Folien, da dass du die richtigen bekommst.
Auch ich möchte Kollege Omer danken, weil er uns ein schönes Leitthema gegeben hat, weg von den Pixeln, was jeder natürlich auf seine eigene Weise interpretieren kann. Ich interpretiere das auf der Art und Weise mit dem Thema der Semantik. Was bedeuten die Bilder und was bedeuten die Inhalte der Bilder? Und in Passau machen wir uns da viele Gedanken drüber, über Semantik. Insbesondere auf zwei Arten. Eine Art, die ich da einfach halber Denken nennen möchte. Das ist Top-Down oder das ist explizite Semantik. Und die andere, die ich Rechnen nennen möchte, das ist die implizite Semantik. Das ist die datengetriebene. Da haben wir ein Modell erstellt und unser Ziel ist auch, bei der Erfassung, bei dem Verstehen von Bildern, eine gute Kombination aus beiden Methoden zu wählen. Bevor ich weitermache, ich muss hier immer viel mit dem Begriff Ontologie handhaben und benennen. Wer weiß denn, was Ontologien sind? Hand hoch, bitte. Und Gegenvergleich, wer weiß es nicht? Also fast alle wissen das. Also ich bespreche mal kurz das Modell, das wir verfolgen. Das eine ist eben das Denken, das ist das Manuelle. Hier geht es darum, dass wir uns im einfachsten Fall Thesauri zu Hilfe nehmen, um Bilder zu klassifizieren oder Bildelemente zu beschreiben und im komplexen Fall eine formale Ontologie haben. Zum Beispiel CDOC-CRM ist sehr beliebt im kulturwissenschaftlichen Bereich, bis hin zu Domänontologien, dass wir uns also ein bestimmtes Anwendungsgebiet basierend auf den vorhandenen Formalisierungen eigene Beschreibungen bauen. Das Beispiel hier ist aus dem Klassizismus, das sind Möbelstile. Also wir haben eine Ontologie gebaut, um Möbelstile zu beschreiben. Und diese Ontologien können dann verwendet werden, um Metadaten zu erzeugen. Metadaten über Bilder oder Bildelemente. Hier mit dem Ziel, dass eigentlich alle Art von Daten, die wir erzeugen sollen, sollen in der Form von Linked Data sein. Ich hoffe, das ist ein Begriff, der bekannt ist. Also in irgendeiner Form in RDF, in einem bestimmten Framework darstellbar sein, was uns hilft, die Informationen, die wir beschrieben haben, wiederzuverwenden in anderen Kontexten. Und sowohl in dieses Bottom-up-Modell als das Top-Down-Modell soll Linked Data erzeugen. Das ist die Idee hier. Auf der Rechenseite verwenden wir statistische Lernverfahren. Deep Learning ist zurzeit sehr beliebt. Und wir machen dann grundsätzliche Erkennung der Features, der Bilder, bis hin zu den Deskriptoren und eine statistische Analyse, also Lernmodelle. Man kann dazwischen, wenn Sie das kennen, zwischen unüberwachten und überwachten Verfahren unterscheiden. Unüberwachte Verfahren benutzen wir gerne, um Ähnlichkeiten zwischen Bildern darzustellen, also Modelle der Bilder zu errechnen und Clustering und Ähnlichkeiten zu machen. Wir speziell verwenden ein überwachtes Verfahren. Das heißt also, wir klassifizieren die Bilder nach den Ontologien, die wir haben. Ich zeige Ihnen das mal etwas konkreter an dem folgenden Beispiel. Wir haben also für Neoklassiker eine elaborierte Ontologie gebaut. Die geht von links nach rechts, von etwas sehr grobkörnigen nach rechts etwas sehr feingranularen. Also generell beschreiben, es gibt Möbel und innerhalb der Möbel gibt es Sitzmöbel, also Seating Furniture. Und innerhalb der Sitzmöbel gibt es Sitzmöbel, da kann nur eine Person drauf sitzen. Und dann gibt es Stühle und dann gibt es Unterarten von Stühle, also ein Lehnstuhl und diesen Fauteuil, also eine spezielle Art vom Sessel. Das führt dann erstmal dazu, dass man sein Wissensgebiet formalisiert. Das ist, betonen wir auch immer, dass Modelle bauen ein Teil vom Erkenntnisprozess ist, weil das einen ja auch auffordert, sein eigenes Wissenschaftsgebiet zu klassifizieren und zu strukturieren. Und diese Struktur benutzen wir dann, um diese Bilder zu annotieren. Also entweder als Ganzes oder Teile davon. Und eben eine explizite Semantik der Bildelemente zu geben. So, das ist das, was wir oben im Denken machen, im Rechnen unten. Sie haben das hier angedeutet in der Architektur. Wenn Sie das nicht kennen, das ist eine Architektur von einem Convolutional Neural Network, also eine moderne Form eines neuronalen Netzwerkes, das in diesem Fall 16 Schichten hat, aber da wollen wir uns nicht zu sehr aufhalten mit den technischen Gegebenheiten. Das Interessante ist, dass wir jetzt das, was wir oben definiert haben, also diese Annotation, dass wir die beim Lernen nachher benutzen. Also, dass wir Bilder annotiert haben, das ist ein Fauteuil, das benutzen wir nachher für Bilder, die wir nicht kennen, um die zu klassifizieren, und wir haben das Lernverfahren so weit ausgebaut, dass wir mit einer fast 90-prozentigen Genauigkeit solche Klassifikationen hinbekommen.
Das ist nur ein Beispiel, wie dieses Denken und Rechnen zusammenarbeiten kann. Also das heißt, wir nehmen das Modell, das wir oben gebaut haben, um unten das Rechnen zu verbessern. Man kann sich aber auch andere Interaktionen zwischen diesen beiden Modellen vorstellen. Das ist ein Teil unserer Forschung. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass das datengetriebene Modell einem hilft, Ontologien zu bauen und Ähnliches weiter. So, das war ein Aspekt, den ich Ihnen vorstellen wollte, also in Bezug auf weg von den Pixeln hin zum Denken und Rechnen der Semantik bis hin zur multimodalen Semantik. Das ist die nächste Idee, die uns umtreibt in Passau. Das in vielen Forschungsbereichen, zum Beispiel im Klassizismus, der uns beschäftigt, wir eigentlich mit mehr als einem Medium zu tun haben. Also wir haben mit Bild zu tun, wir haben mit Statuen zu tun, wir haben mit Texten zu tun, wir haben mit Malerei zu tun und alles das beschreibt das Feld des Klassizismus. Und wir überlegen uns, wie können wir eigentlich Modelle bauen, die Semantik dieser mehreren Modis denn zusammenfassen kann. Oder um das anders zu beschreiben, mit dem neuronalen Netzwerk ist uns ein Stück weit gelungen, ein Computersystem zu entwickeln, das Architektur sehen kann, also das erkennen kann, wann es sich um welche Art von neoklassizistisches Möbel handelt oder wenn die Annotierung feingranularer war, welche Elemente wie ein Aufbau oder Fuß wir dann in diesem Möbelstück haben. Jetzt hätten wir gerne im nächsten Schritt ein Modell, das uns das auch beschreiben kann. Und um das beschreiben zu können, brauchen wir ein Modell, das Bildelemente und die Sprache verheiratet. Also das ist hier angedeutet. Das kann man schön machen, wenn man wie im Neoklassizismus diese Kataloge hat, weil wir irgendwann mal feststellen, dass es eine starke statistische Korrelation gibt zwischen gewissen Beschreibungselementen und den Elementen, die wir in Bildern finden. Das heißt, wenn Sie genügend Daten haben, kann man ab einem bestimmten Punkt auch sagen, das ist das Element, das ist das Aufsatzelement und das korreliert ganz stark mit der textuellen Beschreibung des Aufsatzelementes. Und wenn Sie solche Modelle trainiert haben, dann bekommen Sie sogar ein Modell, das nachher ein Bild sieht und Ihnen Text liefern kann. So, das sind Dinge, woran wir arbeiten. Also weg vom Pixel, da danke ich Ihnen sehr für das Leitthema, hin zur Semantik und in dem Fall sogar bis zur beschreibenden Semantik. Dankeschön. Ja, Siegfried, vielen Dank. Für die kurze Einführung, auch einen Einblick in die Forschungswerkstatt bei uns. ich hatte ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde gleich schon von Beginn an ein bisschen davon abweichen und eigentlich schon mal nach einer direkten Response vielleicht fragen. Darf ich mit dir, Hubertus, anfangen? Björn Ommer hat ja im Prinzip gesagt, ihr arbeitet noch mit der Schreibmaschine. Ich weiß, dass ihr nicht mit der Schreibmaschine arbeitet, weil wir ein Buch zusammen gemacht haben und das hast du ganz bestimmt mit dem Computer, mit der Textverarbeitung geschrieben. Also das, was bei Björn Ommer in dem linken Bild war, ist überhaupt keine Frage. Jetzt nochmal vielleicht noch ein bisschen anders gefragt. Es geht ja da auch jetzt insbesondere auch in den Bereich der Bildbetrachtung und der Bildanalyse. Björn hatte das Beispiel so dieses dreidimensionalen oder mehrdimensionalen rekonfigurierbaren Informationsraumes eigentlich im Computer beschrieben. So ein bisschen rückblickend auf die letzten Jahre als Kunsthistoriker, arbeitet ihr da wirklich mit der Schreibmaschine oder gibt es da nicht dann doch ein paar Entwicklungen der letzten Jahre, auf die ihr aufgesprungen seid? Vielleicht gleich die Folgefrage auch, inwieweit hat das eigene Arbeiten verändert oder vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen beigetragen? Das war ja mit der Schreibmaschine, das war ja konzeptionell gemeint bei Herrn Ommer, ne? Der meint ja, glaube ich, dass... wird uns ja nicht unterstellen, dass wir noch mit der Schreibmaschine arbeiten. Er meint wahrscheinlich, wir arbeiten linear. Ne? Wir durchmessen diesen Raum nicht in seiner Tiefe, sondern wir durchmessen ihn sozusagen linear, in der linearen Abfolge auch. Und das, wenn ich das richtig verstehe, aber sollte ich vielleicht auch besser darauf selber antworten, da fordert er wohl auch ein Umdenken oder ein Umorientieren in der Methodik und in der Operationalisierung unserer Gegenstände. Um auf diese Frage zu kommen, ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer Veranstaltung in Berlin, das war damals eine ganz abgedrehte Sache in der Auguststraße, da wo die ganzen Galerien waren, so richtig wie das in Berlin ist, auf dem Panel saßen die ganzen Mitdiskutanten, hatten alle eine Flasche Rotwein vor sich, muss ich mich mal vorstellen, wir hier mit einer Flasche Rotwein. Das war eine Kittler-Veranstaltung, mit Bildern nach Bildern suchen, das war für uns damals, also für mich, ich komme aus einer ganz traditionellen Bonner, klassische Ikonologie, Schule, das war vollkommen
verrückt, diese Vorstellung, dass man mit Bildern nach Bildern sucht. Inzwischen können wir uns das vorstellen. Wir haben immer natürlich mit Begriffen nach Bildern gesucht. Und wenn ich jetzt, sage ich schon wieder, komme ich wieder auf gestern Abend zurück, wenn ich mit einem gewissen Respekt diese Piasche Vorstellung, Herr Schellbach wird jetzt wieder an die Decke gehen, von der relationalen Datenbank mir vorstellen, dann tun wir das zumindest in der relationalen Datenbank immer noch. Wir greifen auf Bilder mit Texten zu. Und zwar im Wesentlichen mit Texten. Aber die haben schon 2003 gesagt, mit Bildern nach Bildern suchen. Und ich glaube, das ist das, was Sie auch ein bisschen meinen, ne? Dass wir Systeme zum Beispiel entwickeln, in die wir Bilder eingeben, zum Beispiel auch eigene Skizzen eingeben, mit denen wir dann nach Bildern suchen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie Kittler, der ja, das war ja so ein Anarchomaschinist, ich würde sagen, das war ein klassischer wissenschaftlicher Transhumanist. Der hat ja im Computer nicht etwa das gesucht, was jetzt hier die Kollegen auch suchen, so Semantik gesucht, sondern er wollte ja gerade das Menschheitswissen im Computer überwunden finden. Hat er gesagt, das interessiert mich doch nicht, wenn wir jetzt da in dem Bild, weiß ich noch genau, wenn da jetzt wir erkennen, das gelbe Ding, was da vorne steht, dass das ein Postwagen ist. Nein, der radikale Formalismus des Computers hat ihn interessiert. Aber damals schon ging es los, Entschuldigung, ich rede hier wie im Buch, ne? Damals schon ging es los, dass die semantisieren wollten. Klar, das ist das, was auch hier Sie interessiert, dass Sie sozusagen den Computer wieder auf die Höhe, in Anführungszeichen, des menschlichen Wissens bringen. Und da kann man natürlich mit klassischen kunsthistorischen Methoden viel besser anschließen. Also weite Bereiche dessen, was wir unter der Ikonologie verhackstücken, wird durch sowas intensivst bedient. Man fragt sich schon fast, wir müssen dann natürlich auch unsere Methodiken ändern. Das heißt, das rein faktografische Identifizieren von Dingen wird sich wahrscheinlich mehr und mehr als obsolet erweisen. Wir müssen immer mehr auf die Ebene von Deutungen und von Zusammensetzungen kommen. Das war jetzt ein bisschen ausführlich. Aber mit Bildern nach Bildern suchen, und da suche ich ja nach gewissen Kriterien. Ich stelle es mir so vor, ich habe ein Bild und suche nach gewissen Kriterien in anderen Bildern nach Kriterien, die diese anderen Bilder vielleicht auch erfüllen. Frage mich, ob wir da nicht genau dann noch in dem Bereich der Ähnlichkeit sind, und würde da gerne vielleicht dann weitergeben, das Mikrofon nach links von dir zu Björn Ommann, dass er vielleicht mal Gelegenheit bekommt, auch zu der Kritik letztlich an dem Ähnlichkeitsbegriff auch Stellung zu nehmen, also, der ja irgendwie in dieser Bildersuche ja auch mitschwingt. Also vielleicht anschließend zu dem gerade eben, Sie haben es ja gerade gesagt, das war eine Kritik, die schon eher Richtung Informatik ging, die ja die Methoden entwickeln muss. Ich bewundere immer, mit welcher Ausdauer wir Nutzer mittlerweile uns dem Computer anpassen. Nehmen Sie nur jetzt mal wieder vom Bild weg, sowas wie die IBAN, die eingeführt wird. Ja, als Informatiker würde ich sagen, eigentlich sollten die Maschinen uns Menschen näher kommen. Ja, Smartphone so als Beispiel, ja, keiner will heute mehr da irgendwie auf eine Tastatur drauf tippen. Die Tastatur sollte sich immer anpassen an das, was ich gerade irgendwie vor mir habe, und dann möchte ich halt irgendein anderes System haben. Das heißt, die Maschine sollte sich uns Menschen ja annähern. Natürlich weiß ich, dass Sie nicht mehr mit einer Schreibmaschine arbeiten. Es gibt gute Gründe dafür, dass wir die dann eher verbannen und neue Techniken verwenden wollen. Im bildbasierten Bereich sehe ich aber, dass wir uns mit Technik, die im Textbereich schon längst outdated sind, mit diesen Techniken noch eher zufrieden geben. Und so deute ich Teile der Antwort, die Sie gerade eben schon so untereinander gegeben haben. Und da habe ich eher versucht, die Erwartungshaltung zu formulieren von informatischer Sicht. Das kann es nicht gewesen sein. Die Maschine sollte sich ja einfach, also wir machen ja nicht Informatik irgendwie für den Computer, sondern wir machen das für den Menschen. Und da hatte ich dann die Vision, dass ich wirklich diese Information at my fingertip bekomme von einer Maschine, die sich mir annähert und nicht ich mich dieser Maschine annähern muss. Was bedeutet das, wenn ich Ähnlichkeiten lernen muss? Ich hatte es gerade eben versucht zu skizzieren. Wir gehen häufig davon aus, ja, das ist richtig oder das ist falsch. Sprich, es gibt eine einzige Ähnlichkeit. Gerade eben wurde über Benchmarking im vorigen Panel gesprochen. Und da muss ich sagen, dass es häufig etwas artifiziell wird. Benchmarking kann ich machen, dann gehe ich auf eine Fragestellung ein, für die ich schon die Antwort kenne.
Wenn ich aber Analyse machen möchte, wenn ich Forschung betreiben möchte, dann kenne ich ja a priori nicht die Antwort. Ich kann zuerst mal nicht direkt sagen, genau das ist es, was du finden sollst und das nicht, denn dann hatte ich es ja schon gefunden. Ja? Da kann ich schön quantitative Analysen machen. Wenn ich was Neues finde, dann hat das, oder finden möchte, dann hat es etwas viel Explorativeres in sich. Wenn ich es gefunden habe, dann sollte ich idealerweise wissen, was passiert, ob es richtig ist oder nicht. Ja? Stellen Sie sich vor, so Epizykelmodelle davon, wie es um uns herum in unserem Sonnensystem aussieht, da kann ich auch beliebige Modelle basteln. Wenn ich das richtige Modell habe, dann wird es einfach die Zukunft besser erklären. Und so empirisch gesehen sollte sich auch dann bei Ähnlichkeiten zeigen, welche auf das konkrete Modell besser passt. Und was bedeutet das jetzt konkret für den Umgang mit der Maschine? Die Maschine sollte sich anpassen. Ich möchte der Maschine, die vielleicht vortrainiert ist, wenn man jetzt ganz kurz die Technik anzutippen, aber dann mit sehr, sehr wenig Information, so wenig, wie ich sie Ihnen geben würde, wenn Sie für mich jetzt was suchen würden, ja, würde ich sagen, mich interessiert ein Objekt, das hat die und die Charakteristika, aber idealerweise einfach nur sketchmäßig markiert und dann sagen, such das für mich, dann geben Sie mir was zurück und dann sage ich, na, das war es nicht ganz, ich versuche das noch ein kleines bisschen zu adaptieren und dann hoffe ich schon, dass Sie es dann erfasst haben. Und so einen mechanischen Sklaven würde ich dort eigentlich gerne haben, dem ich nicht sagen muss, na, der Pixel, nein, der muss anders sein und der Pixel, sondern mit dem ich mich viel natürlicher unterhalten kann. Natürlicher unterhalten kann, vom Text sind wir es gewöhnt, auf der Bildebene natürlicher mit Bildern umgehen kann. Ich würde vielleicht ganz gerne an der Stelle, weil ich brauche das nicht, ich habe ja das hier. Siegfried, du hattest dieses Gegenpart Denken und Rechnen, was ja kein Gegenpart ist, so wie wir es verstehen, angeführt. Und jetzt aber nochmal auf die Arbeit des Kunsthistorikers zu sprechen, wenn ich jetzt den Hubertus Kohle fragen würde. Was ist denn das? Das ist eine rhetorische Frage. der Gauguin. Und der sagt mir, ja klar, es ist ein Gauguin. Und ich frage ihn, warum? Ja, das sehe ich. Und das ist ja auch so ein Erfahrungswissen, was dann da auch eine große Rolle spielt. Und wahrscheinlich würde es dann deutlich schwerer fallen, wenn ich dich fragen würde, jetzt sag mal ganz explizit, warum ist das ein Gauguin? Und sind wir da jetzt in dem Bereich so, ist das jetzt so dieses Wechselspiel zwischen Denken und Rechnen, auch was du vorgestellt hast, sozusagen das Rechnen unten, das ist ja mal so nach Features und so weiter zu schauen, die genau ausmachen, warum das jetzt ein Gauguin ist und nicht irgendjemand anders. Und das Denken dann vielleicht tatsächlich dann das Erfahrungswissen des Kunsthistorikers? Das ist eine Frage mich, richtig? Das ist eine Frage. Ja. Gauguin kann ich nicht viel zu sagen, aber ich kann in dem Bereich vom Klassizismus bleiben, welche Vision wir haben mit dem System, was wir da bauen. Momentan, es geht so ein bisschen in die Kanonisierung, dass man also praktisch denkend festgestellt hat, das sind die Objekte, mit denen wir uns im Klassizismus beschaffen, das ist der Kanon. Und natürlich hat man bisher, weil man es von Hand gemacht hat und nicht mit Computern, wegen der hohen Komplexität sich auf wenige Objekte bezogen und natürlich nur auf eine Modalität. So, und unsere Vision ist, dass wenn wir jetzt von rechnend das bestätigen oder neu kalkulieren können, was denn Klassizismus ausmacht, dass wir insofern gewisser Weise auch datengetrieben überprüfen können, ob das, was vorher gedacht worden ist, übereinstimmt. Ist die Idee einigermaßen angekommen? Also wir können uns überlegen, ob die Kanons, die wir vorher gebildet haben, ob die denn umfassend sind und ob diese Ideen, die wir hatten, zum Beispiel von der Ausbreitung des Klassizismus über die Ländergrenzen hinweg, in den verschiedenen Versionen, in den Kontinenten und Ländern, ob diese Ideen denn auch den Daten standhalten. Und das könnte dann eventuell auch das beeinflussen, was wir vorher darüber gedacht haben. Also das ist dieser hermeneutische Zyklus, den wir damit anstoßen wollen. Ich gebe gleich mal weiter, weil das ja gleich eine Wortmeldung gegeben hat dazu. Danke für die Frage. Das ist eine Frage, die mich sehr umtreibt. Und zwar ist es die Frage nach der Interpretierbarkeit von Modellen, die aus dem Computer herauskommen. Und eine Frage, die den Bereich von Explainable Machine Learning im weiteren Bereich berührt. Was bedeutet das? Nur ganz, ganz kurz skizziert. Die besten Verfahren, die wir jetzt gerade haben, Deep Learning Methoden, die jetzt heute schon häufiger hier aufgetaucht sind, sind, man sagt, diskriminativ trainiert. Ich tue eine Menge an Bildern in eine Blackbox, irgend so einen schwarzen Kasten herein und hinten sage ich, für dieses Bild hätte ich gerne das Label raus. Also wie so ein bisschen beim Kleinkind. Auto, 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 Mensch, Mensch, Mensch und so weiter. Und dann hoffe ich, dass dieser schwarze Kasten nach einiger Zeit herausgefunden hat, für welche Pixel er welche Antwort hinten heraushauen soll. Das Kritische dabei ist, ich sage der Maschine absolut gar nicht, wie sie diese Aufgabe durchführen soll. Ist ja wunderbar, ja, macht alles für mich von alleine.
Das Problematische dabei ist, die Antworten werden sehr, sehr schwer zu interpretieren. Ich kann daher kaum sagen, warum das so ist. In der Kunstgeschichte können Sie schon erahnen, warum das kritisch ist, stellen Sie sich nur die Medizin vor. Sie sagen einem Patienten, du hast Krebs, aber der Doktor sagt nicht, warum er Krebs hat. Eine sehr unbefriedigende Antwort, insbesondere wenn er dann noch eine Intervention starten muss, wenn er vielleicht noch nicht mal weiß, wo der Krebs ist. Und in der Kunstgeschichte natürlich auch. Ich möchte ein Bild analysieren. Warum ist das ein Gauguin in dem Fall? Ja, es gab schon vor 15 Jahren eine Methode, da hat man Tauben beigebracht, bei Chagall zu picken und bei Van Gogh nicht. Ja, wunderbar. Und die Tauben konnten einem auch nicht sagen, warum sie dann gepickt haben und dann nicht. Das wäre so das diskriminative Training. Wo es jetzt gerade hingeht, in der aktuellen Forschung beim Machine Learning, sind Modelle, die eher generativ arbeiten, die einem einen Einblick in diesen schwarzen Kasten ermöglichen. Gewissermaßen, der Kopf wird aufgemacht, Sie können hereinschauen von der Seite und herausfinden, warum kommt das in etwa heraus. Wo Sie das Modell umdrehen können und sozusagen den Picasso im Computer wieder entfalten können, das funktioniert noch nicht so gut, ja, aber das Modell wirklich malen lassen können. Worauf ich hinaus will, ist, wir sollten in die Richtung kommen, dass wir die Maschine nicht nur einfach eine Antwort herausspucken lassen und dann idealerweise sagt die Maschine immer, sie ist sich mit 99% sicher, dass es genau die Antwort ist, selbst wenn sie komplett daneben liegt, sondern dass die Maschine versucht, auch eine Begründung dafür zu liefern. Und nur wenn diese Begründung einigermaßen wasserdicht ist, nehmen wir es an. Vielleicht das einfach nochmal aufgreifend, auch mit dem explizit machen von Merkmalen. Aber ich würde die Frage gerne mal in ein bisschen andere Richtung drehen. Ich meine, alle arbeiten in interdisziplinären Teams ja auch. Ne? Du arbeitest mit dem Peter Belder beispielsweise in Heidelberg zusammen, mit dem Informatiker jetzt in dem Bereich im Artigo-Projekt oder Siegfried Duhr mit Simon Donig als Historiker oder Kunsthistoriker in eurem Projekt. Ich würde jetzt einfach mal fragen, wenn in diesen Teams solche Dinge dann vielleicht auch diskutiert werden, was lernt man da eigentlich voneinander? Also was vielleicht mit Hubertus, mit dir mal angefangen wieder, was lernst du da eigentlich für deine eigene Disziplin aus einer Zusammenarbeit mit der Informatik, auch vielleicht dadurch einfach, dass du dem Informatiker mal erklären musst, was du da eigentlich machst? Was kommt da nicht nur beim Informatiker daraus, da kommen wir ja dann gleich noch mal drauf zu sprechen, aber ist da bei dir auch was, wo du sagst, da lerne ich jetzt was draus, auch für meine eigene Disziplin? Gestern hat ja hier offenbar jemand gesagt, das wurde dann getwittert, ironisch, die Geisteswissenschaftler verstehen immer die Techniker, aber die Techniker verstehen die Geisteswissenschaftler nicht. Die These fand ich schon ziemlich steil. Die wäre sogar für unsere Veranstaltung gestern Abend zu steil gewesen. Das glaube ich so nicht. Ja, man lernt, dass Informatiker völlig anders denken als wir. Das lernt man schon mal erstens. Die wollen immer klare Antworten haben. Was ist denn Klassizismus? Sag doch mal, zack, zack, 1, 2, 3. Und dann sind wir grundsätzlich erstens überfordert, wollen aber auch überfordert sein, weil wir sagen, das kann man nicht 1, 2, 3 beantworten. Aber schon allein diese Erfahrung ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube fast, die Zusammenarbeit wäre, wir haben einfach zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Muße, um diese Zusammenarbeit so zu gestalten, wie sie eigentlich sein müsste. Ich glaube, das Wichtigste wäre erstmal, die Informatiker müssten sich bei uns 5 kunsthistorische Vorträge anhören, und zwar auf Vorträge, die gar nicht darauf abzielen, dass auf das eigene Projekt, was man so hat. Und wir müssten andersrum 5 Vorträge von Informatikern hören. Da geht natürlich gleich eine Schwierigkeit. Die Informatiker werden mehr von unseren Sachen verstehen als wir von den Informatikern. Aber dann müssen die Informatiker vielleicht einen Vortrag auch mal so machen, dass da nicht so viele Formeln drin sind und dass wir das eher verstehen. Wir müssten überhaupt erstmal die Denkweisen der anderen Parteien, wenn ich das jetzt mal verstehe, da finde ich, hapert es noch dran. Das heißt nicht, dass die Zusammenarbeit nicht gut gewesen wäre. Wir haben ja da dieses Crowdsourcing-Spiel entwickelt. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal dazu nicht sagen. Okay. Vielleicht ein paar Worte von mir noch dazu, als jemand, der schon seit einigen Jahren in 2 Fakultäten ist und sich entsprechend viele Vorträge von beiden Seiten hat ergehen lassen, for better or worse. Ich denke, wir kommen irgendwann mal so vor vielen Jahrhunderten aus einer Zeit, wo das alles Philosophie war. Ja, da gab es definitiv noch keine Informatik, alles war eine einzige Wissenschaft. Und mittlerweile sind wir dann abgedriftet, dass wir überall unsere einzelnen Fächerkulturen haben und dort gehen wir extrem weit in die Tiefe, hat auch seinen Grund, ja, es ist ja sehr, sehr speziell, was wir überall machen. Und im Bereich der künstlichen Intelligenz, der AI, gibt es mittlerweile dieses Wort, AI ist nur noch das, was nicht funktioniert hat, und alles, was funktioniert hat, ist mittlerweile Machine Learning, Natural Language Processing und so weiter, das hat eine eigene Disziplin aufgemacht. Ich will nicht behaupten, dass die Philosophie genau das ist für uns, aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Kunstgeschichte und jetzt gerade die Computer Vision, die im Titel steht,
beides Bildwissenschaften sind. Und diese Bildwissenschaften haben einander etwas zu sagen. Es ist nicht so, dass die Bildwissenschaft, die digital operiert, einfach nur so für sich operieren kann. Und jetzt haben wir gerade eben über Ähnlichkeiten geredet. Ja, das ist, stilistische Ähnlichkeit ist logischerweise selbstredend eine Ähnlichkeit, dass auf einmal Informatiker in Zukunft sagen, was stilistische Ähnlichkeit ist. Das sind doch Dinge, bei denen man genuin auch noch die andere Disziplin dazu braucht. Und jetzt noch ein weitergehender Bereich, wie in jeder interdisziplinären Forschung, ich habe noch auch Kooperationen mit den Neurowissenschaftlern, wo ich mir nicht anmaßen würde, jetzt direkt ins Gehirn selbst reinzugehen, dafür gibt es glücklicherweise dort Experten. Was bedeutet das? Wenn wir wirklich Forschung machen wollen, die an die Grenze dessen geht und über die Grenze hinaus von dem geht, was wir bisher wissen, dann bedeutet das doch, dass wir auf den beiden Bereichen, die in dieser interdisziplinären Kooperation sind, Neuland betreten müssen. Dass wir nicht behaupten können, wenn wir Kunsthistoriker sind, naja, dann nehme ich mir von der anderen Seite irgendwie was, was vor 10 Jahren schon fertig war, das kann ich von der Stange nehmen und dann kann ich was Neues machen. Kann ich auch. Das zeigt mir, wie wenig dort noch interdisziplinär gearbeitet wurde. Und das bedeutet nicht, dass ich als Informatiker, der Bilder verstehen will oder der Maschine beibringen will, Bilder zu verstehen, mich einfach hinsetzen kann und boah, ich muss ja nichts über die Bilder selber wissen, da kommt der ganze Rest rein. Nur um das pointiert zu unterstreichen, ein ganz, ganz großer Konzern, der mit G anfängt, oder jetzt ist es das ganze Alphabet, der hat sich hingesetzt schon vor vielen Jahren und maschinelles Übersetzen betrieben, was mehr oder weniger gut funktioniert. Die sagen mittlerweile, sie haben in ihrem Team, also sie übersetzen in Sprachen, für die haben sie keinen einzigen Sprecher in ihrem Team. Und das ist wunderbar. Und den Informatiker in mir freut das, ja, dass man Sachen lernen kann, ohne dass man beliebig viele Modelle vorgeben kann. Aber warum haben wir uns seit Jahren hingesetzt und haben versucht, es gibt ja nun Leute, die sich mit Sprach verstehen, ganze Fakultäten, die sich damit auseinandersetzen. Ist das jetzt alles obsolet? Können wir alles nur noch durch Korrelation machen, dadurch, dass wir Statistiken hereinhauen, eine Menge an Texten zweisprachiger Natur und dann lassen wir die Maschine alles verstehen? Ich denke, das ist für den Moment eine große Begeisterung, wie weit man damit gekommen ist. Alleine nun durch eine Korrelation, um Sachen anzuschauen. Ja, so der Pavlovsche Hund. Wunderbar, dass irgendwie der Speicher läuft, wenn das Glöckchen irgendwie bimmelt. Aber nach einiger Zeit möchte ich ja doch verstehen, warum das Glöckchen gebimmelt hat und möchte tiefer hereinsteigen. Und diese Zeit, es kommt ja sicherlich noch so die Frage, was sollte noch kommen, ja, diese Zeit wird kommen, ja, bei dem wir nicht nur einfach die Daten immer größer werden lassen und dann können wir das erste Ding oben abschöpfen und mehr herausdestillieren, dann werden wir auch noch diesen tieferen Teil des Kuchens, nicht nur die Kirschen oben abgrasen und mehr noch herausziehen. Vielleicht kommen wir da wirklich nochmal drauf zu sprechen, aber das war jetzt auch ein ganz starkes Plädoyer dafür. Ich meine, dass sie jetzt in der interdisziplinären Zusammenarbeit ist, die Informatik oder die Computer Vision ist jetzt nicht eine Hilfswissenschaft, das ist nicht, schon gar nicht ein Dienstleister, bau mir mal eine Datenbank, sondern das ist deutlich mehr. Und das sind ja auch die eigenen, in der eigenen Fachdisziplin, die eigenen genuinen Forschungsinteressen. Und da wollte ich jetzt genau diese Frage dir auch stellen, Siegfried. Inwieweit stärkt die Zusammenarbeit oder befriedigt die Zusammenarbeit mit den Geisteswissenschaften auch deine eigenen Forschungsinteressen? Oder bringt das vielleicht auch auf eine neue Ebene? Ja. Kurz noch ein Gedanken zu deiner vorherigen Frage. Also meine erste Zusammenarbeit mit Geisteswissenschaftlern war so in der Art, dass die einem als Werkzeuglieferanten gesehen haben, dass man gesagt hat, gib mir doch dein Werkzeug und wir die, also wir machen auch Fehler, als Rohstofflieferanten gesehen haben, gib mir deine Daten, dann können wir was machen. Und was ein großer Schritt nach vorne war, war eine gemeinsame Kultur der Zusammenarbeit zu entwickeln und auch zu verstehen, dass man Papers auch zusammenschreibt und schreiben kann. Da bin ich eigentlich der Digital Humanity Community sehr dankbar, weil wir hier ein Event haben, bei der Informatiker und Geisteswissenschaftler zusammen Paper schreiben und publizieren können. Und das ist etwas, was wir lernen mussten. So, jetzt ist die Frage, was meine Motivation ist, das zu machen oder was ich daraus ziehe. Inwieweit die Zusammenarbeit jetzt auch deine eigenen Forschungsinteressen befriedigt und vielleicht sogar stärkt auf eine neue Ebene bringt. Ja. Also ein Stück weit ist es eine Herausforderung, weil man als Informatiker natürlich auch mal seine Grundlagenforschung hinbekommen muss. Also innovativ im Bereich der Ontologien zu sein, innovativ im Bereich der Lernverfahren zu sein und dann in die Breite, also aus meiner Sicht, in die Breite geht, man denkt, man würde angewandte Forschung machen, aber wie wir dann festgestellt haben, auch neue Forschungsfragen bearbeitet, eben neue Forschungsfragen hinsichtlich der Werkzeuge und der Methodik, dass ich also mein Werkzeug nicht einfach dem Geisteswissenschaftler geben kann und der macht was Tolles damit, sondern dass ich mir überlegen muss, wie muss ich denn mein Werkzeug oder meine Wissensrepräsentation verändern,
damit das zu der Art von Information passt, die der hat. Und das ist das Spannende da. Ich werde da gleich nochmal konkreter dann nachbohren, aber jetzt nochmal, weil wir dann machen wir nochmal eine kurze Schlussrunde und dann würde ich sagen, öffnen wir das nochmal zum Publikum. Aber Hubertus hatte sich jetzt direkt darauf gemeldet eben. Hat sich erledigt. Dann würde ich vielleicht ein kurzes Schlussstatement von jedem nochmal abverlangen. Also Björn Ommer hat es so ein bisschen angedeutet, wo geht die Zukunft hin, wenn ich das so richtig verstanden habe. Geht es nicht einfach nur darum, eine Blackbox zu haben, die Dinge klassifiziert, die Dinge erkennt, sondern letztlich auch die Diskriminanzanalyse transparent zu machen, zu erkennen, ja, was sind eigentlich die diskriminierenden Merkmale, die der Computer jetzt herausgearbeitet hat, um den Gauguin beispielsweise als Gauguin zu identifizieren. Ist das so der Bereich, wo die Zukunft jetzt hingehen soll, was jetzt auch die Computer Vision jetzt auch erforschen wird in der nächsten Zeit und dann vielleicht auch dienlich sein kann für Anwendungen in anderen Bildwissenschaften wie der Kunstgeschichte? Ja, auf jeden Fall. Also ein klares Plädoyer dafür, dass der Computer sich uns nähert. Das bedeutet, dass er idealerweise die Probleme lösen soll, die uns Menschen interessieren, dass wir mit dem Computer in unserer Sprache reden und bei Bildern bedeutet das in einer Bildersprache reden können und nicht irgendwie die Bilder kodieren müssen. Dass es also einfacher wird, ihn zu benutzen, insbesondere auch für den Kunsthistoriker. Ja, ich möchte mich natürlich nicht arbeitslos machen, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, aber ich denke, es gibt auch noch genügend zu forschen bis dahin. Aber natürlich ist es dieses Plädoyer dafür, dass Maschinen Bilder besser verstehen können und wir dann diese natürlichere Interaktion haben. Und das bedeutet, dass wir nicht einfach nur ein Problem dort lösen, sondern dass wir auch interpretieren können, wie die Maschine dieses Problem gelöst hat und dann darüber hinaus, gerade eben dieses Plädoyer von mir, dass wir doch Forschung machen sollten in Bereichen, auf denen wir nicht nur die eine Wissenschaft zur Hilfswissenschaft machen, sondern in beiden Bereichen Neuland beschreiten. Und hier konkret nochmal, wir sind beides Bildwissenschaften, wir können voneinander lernen und wir sollten doch genau nach den Bereichen suchen, wo die andere Disziplin uns vielleicht sogar noch was Neues liefert. Dann können wir über das genuin nur disziplinäre Forschen hinausgehen. Mhm. Gleiche Frage, Hubertus Kohle. Was ist das Neuland für die Kunstgeschichte, das Sie in den nächsten paar Jahren betreten wird? Ja, mir ist diese Vorstellung schon sehr sympathisch, dass wir den Rechner nicht als schlichtes Antwortinstrument begreifen, sondern dass wir das machen, was, glaube ich, unter dem Begriff der Human Computation läuft. Wir hatten eben die Frau, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ist egal. Human Computation, das heißt, dass wir das zu einem Dialoginstrument machen. Wir dialogisieren mit dem Rechner. Der Rechner stellt uns die Fragen zurück, wir geben dem Rechner die Fragen, wir arbeiten uns an dem Rechner ab und der Rechner arbeitet sich an uns ab. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine Humanisierung des Computers ist oder ob es nicht vielleicht auch eine Computerisierung des Menschen ist. Da wäre ich jetzt nicht so ganz, bin ich nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall dieses dialogische Element, das fände ich toll, wenn wir das weiterentwickeln würden. Über das hinaus, was in dem immer noch dominierenden, ich vermute immer noch, dass das gemeint war, Schreibmaschinendiskurs einer Kunstgeschichte dominiert, die den Computer schlicht und ergreifend als so ein Abfrageinstrument benutzt. Um noch auf den Begriff der Ähnlichkeit zurückzukommen, den Einwand habe ich eben nicht verstanden, den du meinst mit der Filterblase. Ähnlichkeit, das Schöne an der Ähnlichkeit ist ja gerade, dass sie grundsätzlich über Verkästelungen hinaus, dass sie das transzendiert. Ne? Ähnlichkeit zwingt dazu, mich aus der Blase rauszubewegen, das wäre meine These. Die bezog sich auf die Serendipität, aber... Achso, Siegfried, gleiche Frage, Zukunftsperspektive. Zukunftsperspektive, ja, also Wissenschaft wächst nicht nur am Stamm, das wäre jetzt, was ich vorher mit Grundlagenforschung gemeint habe, dass wir bessere Machine Learning Verfahren haben oder bessere Ontologien, sondern viel an der Verästelung an den Zweigen, an den Grenzen zu anderen Fachgebieten. Und da sehe ich Potenzial in dem, was ich heute vorgestellt habe, in diesem Zusammenfügen von impliziten und expliziten Wissen, als auch in der Multimodalität. Das ist mein Schlussstatement. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch einen Fragenkomplex vorbereitet, den haben wir schon so ein bisschen angedeutet, aber es ist auch schon recht weit fortgeschritten, die Zeit. Deswegen würde ich gerne die Diskussion jetzt öffnen in das Plenum, um Sie, um Ihre Fragen oder Anmerkungen bitten. Da Thierry ist da hinten schon. Ich versuche da mal mit dem Mikrofon da rumzulaufen. Persönlich vom Chair bedient. Danke. Ja, vielen Dank für die Diskussion und für die Punkte. Also erstmal von Björn habe ich die Bemerkung gern gehört, dass ein Bild kein 1000 Wörter redet, sondern ich mache es immer umgekehrt. Wenn ich Katze sage, dann sehe ich tatsächlich Millionen von Bildern und nicht umgekehrt. Aber meine Frage wäre,
eigentlich die Maschine oder diese Machine Learning als erstmal betrachtet, das als Teil von KI und nicht umgekehrt. Mir scheint, dass die große Fortschritte jetzt in den letzten 5 Jahren, die kamen alle von der Bildverarbeitung, von diesen neuronalen Netzwerken. Und der Anspruch war oder die Diskussion war, dass die tatsächlich lernen, diese Merkmale automatisch zu generieren und abstrahieren von Pixel. Das heißt, das scheint schon, dass man sehr viele Fortschritte gemacht hat in dieser Richtung. Und dann hätte ich eine Frage an Sigi und diese schönen Bilder, also Denken und Rechnen. Mein Gefühl war, dass dieses Rechnen näher am menschlichen Gehirn ist als dieses Denken. Wie stehst du dazu, also diese Neuromodelle? Weil mittlerweile haben wir das Gefühl, dass diese Aktivierungsmuster und so weiter viel natürlicher sind oder viel menschlicher sind als diese externalisierte Konzeptualisierung in komplexe symbolische Strukturen. Ich mache das Mikrofon leider hier vorne. Ich glaube, die erste Frage an mich war relativ kurz. Ja, die Maschine hat ja schon gewisse Fortschritte gemacht und ja, das stimmt. Wir sind von den Pixeln ein bisschen weitergekommen. Wir haben Merkmale, die schon deutlich potenter sind. Aber man sollte sich nur anschauen, mit was für einer großen semantischen Lücke wir es eigentlich zu tun haben zwischen den Pixeln und den semantischen Kategorien, also von dem Formalen zu dem wirklich Semantischen. Und wenn ich mir diese Lücke ansehe, dann haben wir sicherlich einen Schritt gemacht, aber es sind immer noch so Babyschritte, die wir machen. Und ich sehe noch, dass wir deutlich weiterkommen müssen, um wirklich Bilder besser zu verstehen. Ja, also wir sind schon drüber hinaus und nicht einfach nur Kanten oder einfach nur Farbe. Wir haben schon bessere Merkmale da. Aber wenn wir jetzt mal wirklich weitergehen, da hatten wir heute Morgen so ein paar Diskussionen gehabt, wenn es darum geht, nicht nur einfach zu diskriminieren zwischen Kategorien, sondern dort anzuordnen, dann gibt es da noch nicht so besonders viel. Ja, Terry, das war eine gute Beobachtung, dass das, was ich Rechnen genannt habe, vermutlich, ich bin kein Hirnforscher, dass diese Strukturen, die wir im Deep Learning finden, gar nicht so weit weg sind, wie die Strukturen, die wir in den Köpfen finden. Das ist richtig und was würde wahrscheinlich das Modell von Denken und Rechnen jetzt wieder in Frage stellen, aber worauf es mir eigentlich ankommt und warum wir dieses Modell gewählt haben, ist Folgendes. Es gibt Probleme, vor allem wenn man wenig Daten hat, die kann man gut über Ontologien und Regeln beschreiben, weil ich einen Experten habe, der mir diese Ontologien und Regeln machen kann. Und wenn ich viele Daten habe, dann sind diese Lernverfahren ganz nützlich. Und es stellt sich heraus, dass es auch Probleme gibt, in der eine Kombination beider Verfahren sehr sinnvoll ist. Um ein triviales Beispiel zu bringen, ist, ich lasse meinen Rechner darauf trainieren, Hochzeitsbilder zu erkennen. Und dann kann man, wenn man genügend Daten hat, dann weiß der Rechner, das sind Hochzeitsbilder. Jetzt gibt es aber Ausnahmen von der formalen Semantik einer Hochzeit. Zum Beispiel, was ist eine Kinderhochzeit? Das ist ja da wird die Hochzeit nur gespielt. Das heißt, das ist etwas, wo wir uns schwer täten, das in ein neuronales Netz hineinzubekommen, diesen Unterschied, weil die Bilder vermeintlich ähnlich aussehen. Wo ich mir aber dann behelfen kann in meinem System, indem ich manuell eine Regel hinzufüge und sage, in diesem Falle wird das nicht als eine formale Hochzeit gewählt. Also das ist eigentlich unser Vorgehen, wie wir mit den realen Problemen umgehen können, wenn wir wenig Daten haben oder wenn wir teilweise extra Wissen haben, das in den Daten nicht beschrieben ist. Weil die Frage eigentlich vielleicht direkt anknüpft und andererseits auch Heinrich Wölflin tangiert. Also der hatte mal einen berühmten Aufsatz geschrieben über das Rechts und Links im Bilde und das geht auch in Richtung Vergleichen. Da hat man also dann immer zwei gespiegelte Versionen eines Bildes, so wie man ein Bild falschrum in Diaprojektor eingesetzt hat früher und hat dann argumentiert, dass das Bild ganz anders wirkt und aber andererseits mit vielen dieser maschinellen Verfahren wäre es wahrscheinlich, also in vielen Ähnlichkeitsmetriken wäre es eigentlich fast identisch. Und insofern denke ich, da ist noch eine Menge zusätzliches Wissen in den Kulturwissenschaften einerseits, die sozusagen dann erklären können, warum das Bild anders wirkt und andererseits eine Menge Forschungsbedarf auch bei der Computer Vision. Man kann es bestimmt auch in Regeln fassen, aber das sozusagen eine neue Regel hinzuzufügen, ist eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch noch andere Verfahren. Ja.
kurz was dazu. Ja, Sie haben die Frage implizit eigentlich nach Invarianzen gefragt und nach Charakteristika. Also wenn ich Objekte, stellen wir uns eine Objektkategorie vor, alle Autos oder sowas, ja, oder alle Hochzeiten, ja, nämlich alle Autos, dann muss ich zuerst mal das finden, was die gemeinsam haben, um sie meinetwegen von Fahrrädern zu trennen. Und gleichzeitig muss ich all das lösen, was sie unterscheidet, um invariant zu werden bezüglich Veränderung von Helligkeit und der Farbe, dem Lack und all diese ganzen Dinge. Wie kann ich das machen? Ja, ich kann das von Hand vorgeben, indem ich sage, Farbe interessiert mich zum Beispiel nicht und bei Form wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Die andere Möglichkeit, das ist das, was man heute macht, man nennt das Augmentierung. Ich nehme einfach die 100 Autos, die ich habe, mit denen ich trainiere und mache daraus 200 oder 500, bei denen ich die Farbe einfach künstlich verändere. Brauche ich nicht so sehr Formeln bauen, sondern muss einfach nur Datenpunkte multiplizieren. Aber das ist ja auch, was Sie zu Recht nicht unbedingt wollen, dass ich der Maschine das irgendwie dort hinhieven will. Es führt auf eine grundsätzliche Frage, warum haben wir diese Invarianzen und andere Charakteristika, die wir erfassen können? Wir haben sie sicherlich zu einem größeren Teil gelernt. Es gibt gewisse Dinge, da stellt man neurophysiologisch fest, dass die schon ziemlich tief bei uns drin sind, dass wir vermutlich mit Grundausstattung kommen, dass wir gewisse perzeptuelle Regeln, also wenn man an perzeptuelle Organisation denkt, einfach immer durchführen und uns der kaum verweigern können. Und das wären vermutlich die Dinge, die man dann hart coden müsste oder aus sehr, sehr vielen Bildern lernen müsste. Aber grundsätzlich kurz gefasst, man kann die Regeln vorgeben oder man braucht entsprechend viel, viel mehr Daten, um die dann doch automatisch zu lernen. Das ist der Trade-off, der existiert. Nochmal, Thierry. Ja, sorry, aber das Thema interessiert mich sehr. Also was ich so gelernt habe, ist, dass die im Prinzip zwischen Text und Bilder oder andere Modalität jetzt, wenn überall diese Real Value Vectors verwendet, also als Repräsentationsmechanismen. Ist das wirklich der Punkt, wo diese Multimodalität gelöst werden kann, dass diese mathematischen Modelle auf alle möglichen Erfahrungsobjekte sozusagen angewandt werden und mit den gleichen mathematischen Funktionen, die im Prinzip die universelle Funktion approximieren? Hallo? Ja. Ich vermute, die Frage geht an mich. Ich fange mal an. Also das hat Malte von richtig gesagt, das ist noch aus unserer Laborküche mit der multimodalen Semantik. Und die Idee hier ist tatsächlich, dass wir sowohl für die Bilder als auch für die Texte die gleichen Vektorraummodelle verwenden. Und wenn wir dann für Bilder und Texte dasselbe Vektorraummodell haben, wird es auch dann völlig transparent und unabhängig davon, ob ich Bildelemente oder Textelemente in Verknüpfung setze. Ich erlaube mir mal einfach noch mal eine weitere Frage zu stellen, um den Horizont hier ein bisschen zu öffnen. Und das ist jetzt vielleicht dementsprechend eine etwas provokante Frage, aber Frage an Herrn Kohle, vielleicht auch ans Publikum. Was Sie denn glauben, was die Maschine in Zukunft nicht und vielleicht nie mehr, vielleicht in den nächsten 10 Jahren nicht können kann, nicht können wird, vielleicht das, was wir hoffen, was sie nicht können kann, ja, um uns selbst irgendwie nicht arbeitslos zu machen. Ja, was würde es bedeuten, wenn sie das kann? Hören wir dann auf zu denken, ja, so es vielleicht beim Taschenrechner ist. Früher mussten Kinder vielleicht noch Kopf rechnen. Heute sagt man, ja, jedes Telefon oder was auch immer kann rechnen. Dann verschwindet diese Fähigkeit. Was bedeutet das für den Kunsthistoriker, wenn die Maschine gewisse Fähigkeiten übernehmen würde? Gibt es dort gewisse Sorgen und Ängste? Und gibt es gewisse Dinge, wo man sagt, nein, von kunsthistorischer Sicht, das ist eine solche Kulturleistung. Wir können uns kaum vorstellen, weiß ich nicht, ob das Kreativität ist oder ähnliche Dinge. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Maschine das kann. Ja, darauf gibt es ja sehr unterschiedliche Antworten und charakteristischerweise machen die Informatiker, neigen dazu, von ersatzmenschlichen Denkens durch die Maschine zu sprechen, während die Wissenschaftler eher skeptisch sind. Also wenn ich mir so Leute wie Ray Kurzweil, diese visionären Transhumanisten angucke, die sagen, in 30 Jahren loaden wir uns ab auf irgendwelche Festplatten und halten dann sozusagen unsere ganze Identität maschinell fest. Das hat den großen Vorteil, dass wir nicht mehr verfallen und nach 70 Jahren ist ja nicht Schluss, sondern wir werden auf Dauer gestellt.
Auf der anderen Seite die Philosophen, die mir natürlich irgendwie näher sind, der Markus Gabriel in Bonn, der davon spricht, dass Geist ist immer verkörpert. Er kann nicht abstrahiert gedacht werden. Oder Luciano Floridi, den zitiere ich immer gerne, der davon spricht, der Computer ist eine syntaktische Maschine, der Mensch ist eine semantische Maschine. Und auch wenn Sie hier beide daran interessiert sind, den Computer zu semantisieren, würde Herr Floridi wahrscheinlich sagen, das ist trotzdem noch keine, also dadurch wird der Computer immer noch nicht zu einer semantischen Maschine. Also ich meine, ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis. Genau genommen ist das Eis gar nicht vorhanden. Ich wandere über Wasser. Aber mir ist dieses Motto schon, naja, das war jetzt auch wieder missverständlich. Also ich breche sofort in das Wasser ein. Mir ist das natürlich schon sympathisch. Deswegen ja auch immer, also das jetzt provoziere ich mal zurück. Ich finde, wenn ich sage, die Digital Humanities, die dürfen sich auch nicht überheben. Wir hatten gestern eine interessante Diskussion zwischen Lauer, der da die Naturalisierung des Geistes betrieb, und dann der Scholastiker, in Anführungszeichen, der hiesige Andreas Speer, der sagte, das ist eine Überforderung des Rechners. Wir sollten ihn nicht, also ich würde immer noch sagen, und ich meine das ganz, ganz positiv, die Digital Humanities, das Digitale, ist eine im besten Sinne des Wortes für die Geisteswissenschaften Hilfswissenschaft. Nicht in dem Sinne, wie Sie das eben gemeint haben, dass wir von Ihnen sozusagen die Tools nur brauchen. Ich weiß, wie allergisch die Informatiker darauf reagieren. Aber der Gap zwischen Korrelation und Kausalität, vielleicht könnte man auch das sagen, den löst nicht der Computer selber, den hoffentlich, also ich meine, das ist mindestens so sehr eine Hoffnung wie eine Feststellung, hoffentlich bleibt der bei uns. Nicht nur, weil ich Angst davor habe, dass unsere Fächer alle abgeschafft werden, sondern weil ich Angst davor habe, dass der Mensch abgeschafft wird. Also da finde ich die Kritik an diesen Kurz, weil ich habe mich gerade mit dem Transhumanismus beschäftigt, die finde ich schon relativ plausibel. Vielleicht darf ich das einfach nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Wir hatten ja vorher auch, du hattest das vorher auch gesagt, so nähert sich der Mensch dem Computer oder nähert sich der Computer dem Menschen an? Ist es vielleicht genau tatsächlich der Mittelweg sozusagen, die cyborgartige Verschmelzung, und sind wir dann nicht genau dann da eigentlich auch bei dem Transhumanismus bei der Frage? Also das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, vielleicht auch die deutlich über digitale Bildwissenschaften hinaus. Also okay, das ist zuerst mal keine Antwort, die man oder keine Frage, die man direkt beantworten kann, weil die natürlich sehr viel mit unserem Menschenbild zu tun hat. Als Informatiker sehe ich mich eher als ein Diener für den Menschen und nicht, dass die Menschen Diener für die Maschinen werden. Und wenn wir uns in der Mitte treffen würden, dann würde das bedeuten, dass ja der Mensch sich zumindest den halben Weg der Maschine annähern sollte. Und das kann nicht das Ziel sein. Zumindest sehe ich das nicht als das Ziel meiner eigenen Forschung. Das ist einer der Gründe, warum ich Computer Vision mache, damit die Maschine dort dem Menschen entgegenkommt. Gleichzeitig vielleicht anknüpfend an das, was Sie gerade eben gesagt haben, die Maschine führt ja auch Inferenz durch. Also sie schafft Wissen, zumindest indem sie neue Korrelationen herstellt. Kausalität ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Domäne. Ist jetzt die Frage, wird die Maschine immer nur interpretieren? Wo hört ein reines Inferieren von neuen Fakten auf? Und wo fängt das wirkliche Interpretieren an, bei dem Sie sagen würden, das bleibt der Maschine überlassen? Nein, eben nicht. Das bleibt dem Menschen überlassen, ja genau. Also das ist eine Sache, über die man spekulieren kann. Gerade eben hast du gesagt, Malte, was möchten wir haben? Also ich denke, das ist ein Bild, was jeder Einzelne für sich beantworten sollte. Ich hoffe, dass die Mehrheit sagen würde, dass die Maschine dem Menschen dienen sollte. Ich weiß wohl, dass es einige Philosophen gibt, die über eine Welt spekulieren, die unserer Erde dient. Und das wäre dann eine Welt, bei der wir Menschen, die die Erde im Moment vermutlich kaputt machen, nicht mehr da ist. Eine Welt, die ich mir als Wissenschaftler, der eigentlich den Menschen dienen sollte und die Menschen hoffentlich, wenn sie noch lange da sein wollen, auch auf ihrem Planeten und vor allen Dingen zuerst mal aufeinander Acht geben, eben solches tun sollte. Aber was ich gerade eben noch einwerfen wollte, weil das, was Sie gerade eben gesagt haben, über was mich ein bisschen an den Behaviorismus erinnert hatte. Wir sind natürlich in der Zeit nach der kognitiven Wende. Die Frage ist, ob wir, wenn wir wirklich interpretieren wollen, wenn es um wirkliches Verstehen geht, wie es in der Kunstgeschichte, in Geisteswissenschaften natürlich der Fall ist, ob wir dann so rein kognitivistisch auskommen oder ob es vielleicht dort doch noch eine
behavioristische Komponente gibt, dass wir sagen, naja, Gewisses wird dem Menschen vermutlich vorbehalten sein, es sei denn, wir haben jetzt die Robotiker, die auch noch so weit gehen, dass ich wirklich begreifen kann, dass ich alleine nur dadurch, dass ich behavioristisch sozusagen groß geworden bin, gewisse Dinge verstehen kann. Ich meine, Blinde, mit denen kann ich mich auch über Farben unterhalten oder ähnliche Dinge, aber die Frage ist das etwas, wo Sie sagen würden, das bleibt dem Menschen vorbehalten? Ja, also ich wandere weiter über Wasser. Es scheint ja auch so zu sein, der Computer versteht nicht, er kann aber sehr gut verstehen, simulieren. Das heißt, er kann ungeheuer viele Probleme lösen. Insofern könnte es sein, dass das Ganze auch eine akademische Frage ist. Also wenn der Computer schließlich alle Probleme irgendwie so vor sich hin löst, dann nützt uns dann auch nichts mehr, dass wir die Domäne des Geistes haben. Wenn der Geist fast zu 100% simuliert werden kann, dann ist es zwar vielleicht kein Geist, aber es funktioniert. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, das nehme ich immer zu Beginn von der Vorlesung künstliche Intelligenz. Es gibt es gibt mehrere Möglichkeiten von Intelligenz, die man sich vorstellen kann. Die intelligente Maschine, die sich wie der Mensch verhält, und es gibt die Maschine, die sich rational verhält. Und typischerweise nicht alle Menschen verhalten sich rational. Ja, manche werden so vielleicht sogar Präsident und haben große Aufgaben. Aber auf dieser Matrix, die sich daraus ergibt, kann man sich beliebige Konstellationen vorstellen. Und es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, was jetzt am Ende des Tages Intelligenz davon ist. Ja, eine Maschine, die rational denkt und optimiert und damit vielleicht zu einem logischen, zu einem rationalen Schluss kommt und meinetwegen in dem Fall Transhumanisten die Menschen weg rationalisiert, hat das vielleicht sehr optimal und sehr intelligent getan, ist das deswegen menschlich, und umgekehrt, jemand, der besonders menschlich ist, wird sich vermutlich nicht in diesem Fall besonders rational verhalten. Also da gibt es schon im Bereich der künstlichen Intelligenz und Philosophen, die sich damit lange beschäftigt haben, keine eindeutige Antwort. Die meisten wissen vielleicht, dass Alan Turing eine sehr einfache Aufgabe, scheinbar einfache Aufgabe dafür formuliert hat, und die war einfach nur, einen Mensch zu imitieren. Ja, wenn man in ein Computerterminal reinschaut und den zu imitieren. Andere sagen, es ist Schach oder Go lösen, heutzutage vielleicht autonom zu fahren, aber so eine Maschine ist vermutlich nicht die gesamte Intelligenz, mit der wir es nachher zu tun haben wollten oder nicht wollten. Ja, es ist ein ganz weiter Bogen, den wir jetzt gespannt haben, ganz plötzlich zum Schluss dieses Panels. Ich schaue noch mal ins Publikum. Es gibt noch eine Wortmeldung, vielleicht die letzte, und dann wollen wir unseren Panelisten noch mal kurz Gelegenheit geben, vielleicht dann auch noch mal zu einem Schlussstatement dann zu kommen, vielleicht in Anknüpfung an die Frage oder separat davon, und dann noch mal vielleicht zurück zur konkreten Bildwissenschaft und zu deren Perspektiven in auch der Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen. Ich hätte noch mal eine Frage zu Ihrer These, dass der Computer sich auf den Menschen zubewegen möge und nicht umgekehrt. Erstens, stehen Sie mit dieser Meinung alleine als Informatiker, weil warum passiert in diese Richtung so wenig? Warum muss ich mir so viel drauf schaffen, komplizierteste Tastenkombinationen, um Programmierkonstrukte zu schreiben? Also selbst wenn ich aus der Disziplin komme, ja, nähert sich der Computer mir nicht an, sondern ich nähere mich dem Computer an. Und dann würde das nicht auch diese ganze Veranstaltung hier in gewisser Weise in Frage stellen, weil was von den Geisteswissenschaften, habe ich zumindest den Eindruck, so verlangt wird, ist, dass sie sich auf den Computer zubewegen. Ihr eigenes Wissen ganz massiv erweitern, um neue Methoden, um in einer gewissen Hoffnung irgendwie zu begegnen. Und das würde doch dem massiv widersprechen, was sie sich wünschen. Vielleicht, wenn ich davon noch ergänzen darf, und dass wir dann auch das vielleicht gleich mit einem Schlussstatement vielleicht verbinden. Ich weiß nicht, ob sich die Geisteswissenschaften auf die Informatik irgendwie zu bewegen müssen, ob das ein Zwang ist oder ob man nicht auch sagen kann, dass die sich eigentlich auch darauf zu bewegen wollen, weil sie eben gewisse Forschungsfragen haben, die sie tatsächlich nur mit moderner Technologie bearbeiten können. Und das vielleicht können wir das so als Wrap-up, quasi als Schlussfrage dann mal so in den Raum stellen. Also diese beiden vielleicht einfach mal kombinieren und dann vielleicht jeder noch ein kurzes Statement dazu. Also ich versuche jetzt zuerst mal direkt auf die Frage einzugehen, weil die schon sehr gut und groß genug ist. Die Frage hat es gibt zwei Antworten zu dieser Frage, und die darf man nicht miteinander vermischen. Die eine Antwort darauf ist, es gibt Konzerne oder meinetwegen auch Wissenschaftler, die ihr Produkt verkaufen wollen. Und die andere ist, sie...
als jemand, der Digital Humanities betreibt, muss natürlich beide Disziplinen verstehen, wenn er vorne Cutting-Edge-Research machen will und das Produkt noch nicht da ist, wo wir es irgendwann hinhaben wollen. Was ich eben versucht habe zu skizzieren, ist die Vision davon, wo die Maschine mal sein sollte, wo die Maschine hin soll, wie ich es mir vorstelle. Und wir haben ja die Alternative beschrieben, dass der Mensch sich halt nur Richtung Maschine bewegt, wie ist, wie Sie schon gesagt haben. Und wir müssen uns nur Maschinen, Computer von vor 40, 50 Jahren anschauen. Ich denke, dann wird uns schon klarer, was ich damit meine. Ja, wenn man heutzutage vielleicht ein Smartphone vergleicht mit irgendwie so einem Altair von vor 40 Jahren oder was auch immer, dass es dort eine gewisse Annäherung gegeben hat. Sie haben voll und ganz recht, wir sind noch nicht da. Und das war ja das genau, was ich versucht habe zu motivieren. Wenn ich mit Bildern umgehe, dann ist das noch im Steinzeitalter im Bereich der Schreibmaschine. Und jetzt zu dieser ersten Antwort. Wenn ich ein Konzern bin, verkaufe ein Produkt mit Obst auf der Rückseite, ja, dann möchte ich natürlich sagen, dieses neue Smartphone da, das löst schon alle die ganzen Probleme. Und im nächsten Jahr sage ich, nee, es hat doch noch nicht alle gelöst. Hier ist ein neues Ding, das macht es wieder ein kleines bisschen besser. Und so stellt sich dann jemand hin und verkauft, warum das Tablet halt keine Kamera haben muss und im nächsten, warum es eine hat. Und im einen Jahr sagt er, warum es kein Retina-Display haben muss, ja, weil der Abstand mit dem Arm und tralala. Und im nächsten Jahr sagt es, warum es viel besser ist, wenn es genau das hat. Worauf ich hinaus will, ist, da muss natürlich verkauft werden. Dann wird gesagt, genau das löst alle deine Produkte, deine Probleme, deswegen kauf es jetzt. Wenn ich sage, nee, das tut es eigentlich noch nicht, wie ich das hier gesagt habe, wird das für sie alle bedeuten, noch nicht kaufen, ein Jahr warten, dann wird sowieso noch alles billiger. Der andere Teil der Antwort ist, aber wir möchten ja in der Forschung nicht erst 50 Jahre warten, ja, auf Pause drücken und dann machen wir Digital Humanities. Die machen wir hier und jetzt, wenn wir aus dem Raum herausgehen. Und das bedeutet, dass wir uns alle mit Tools, die es hoffentlich nicht sind, mit Forschungsfragen und mit Methoden für diese Forschung, also insbesondere aus der Computer Vision, leider im Moment zufrieden geben müssen, so wie sie sind. Ja, Sie können natürlich alle zu mir kommen und sagen, sorry, Hausaufgaben nicht gemacht, das ist noch nicht fertig, das nützt jetzt auch nichts, davon geht es nicht schneller, ja, das sage ich meinen Mitarbeitern auch, das Problem ist ja noch da, noch nicht gelöst und so weiter, aber wir müssen uns halt mit dem zufrieden geben, wie es ist. Und das bedeutet leider, ja, dass wir uns der Maschine etwas annähern müssen, dass wir die Methoden verstehen müssen, weil sie im Moment leider noch nicht da sind, dass wir sie so einfach nutzen können und sie einfach von der Stange kaufen können oder Ähnliches. Ich hoffe, das beantwortet das. Ja, gleich. Eine kurze Frage auch, also meine Version der Antwort, warum wir uns den Computer annähern müssen, hat auch ein Stück weit mit Semantik zu tun. Eine Gegenfrage, wer von Ihnen hat Alexa? Eins, zwei, weniger als ich dachte. Bei Alexa fällt mir immer auf, dass zwar Alexa sehr gut ist, meine Worte zu verstehen, aber sehr schlecht ist, die Semantik zu verstehen. Ein Beispiel, wenn ich sage, Alexa, mache das Licht aus, das funktioniert. Wenn ich sage, Alexa, lösche das Licht, dann werde ich schon nicht mehr verstanden. Das kann also mit der Vielfalt meiner Terminologie nicht umgehen, obwohl es die Worte sehr wohl versteht. Und das ist ein Stück weit das Problem, das wir noch nicht gelöst haben und weshalb die Computer noch nicht da sind, wo wir sie haben wollen. Das ist meine Antwort dazu. Ist das jetzt hier die Endrunde? Würde ich sagen, also, wir sind doch schon über der Zeit. Ja, dann, knackiges Schlussstatement, das hast du gestern Abend gut geübt. Oh, nee, nicht schon wieder. Ich habe meinen Pullover verschossen. Nein, aber ich muss sagen, das, was ich mit diesem Serendipitomaten verbinde, den wir da machen wollen, das ist etwas, was, ich will das Klischee vom Computer so ein bisschen überwinden, aber nicht des Computers selber, sondern das Klischee des Computers in Zusammenarbeit mit dem Menschen. Das Klischee ist ja so ein bisschen, das ist die radikal-positivistische, das Stahlhaar, um es mal Max Weber zu sagen, stahlharte Gehäuse der Moderne, aus dem man nicht rauskommt. Das finde ich in diesem Zusammenspiel, was ich unter Human Computation fassen würde, das finde ich in so einem Serendipitomaten auf ähnlichkeitsbasierenden analytischen Instrument, finde ich, kann der Computer zu einem Fantasieanregungsinstrument werden. Er ist nicht selber die Fantasie, aber er kann mir die Gelegenheit geben, meine Fantasie zu entwickeln, denn erwartbares Wissen zu affirmieren ist nicht Wissenschaft. Wir müssen über die Erwartbarkeit hinaus, dafür brauchen wir Fantasie. Und ich glaube, das ist das, was Kant mit synthetischer Erkenntnis gemeint hat. Vielen Dank allen dreien. Ich schließe mal das Statement mit was ganz Platten. More research is needed und eng verzahnt. Und dazu haben wir hier in dem Panel hoffentlich auch einen Beitrag geleistet. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich darf allen für die Aufmerksamkeit, für die Beteiligung bedanken und insbesondere unseren drei Experten hier vorne auf dem Panel.